Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem Finale von Let's Play Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Ich bin es, euer MC Mafex. Die Zeit ist gekommen, Leute. Im letzten Part haben wir, ich bin mir fast sicher, Anzim besiegt, Leute. Nach einem unsagbar harten Kampf haben wir es nun geschafft. Anzim ist besiegt, Leute. Die Frage ist natürlich nun, was geschieht als nächstes? Können wir die Finsternis aus der Welt ein für alle Mal verbannen, Leute? Oder wird uns hier, ja, die Dunkelheit überreißen? Was ist aus Rico? Wie auch immer. Ich begrüße euch höchstwahrscheinlich zu dem Finale, Leute. Und wir werden nun Antworten auf all diese Fragen bekommen. Frage auf diese Fragen. Nein, das ist nicht Lost. Es geht los, Leute. Anzim, das war's! Schwibbel-Schwabbel-Viech! Okay, Leute, zum Glück war es das noch nicht von Anzim, sonst hätte ich ihn ja fast schon vermisst, Leute. Und was würde ich bloß unter meinem Bro Anzim tun? Bro-Man! Bromance! Ey, wir haben voll die Bromance am Laufen, Leute. So, ja, Leute, ein allerletztes Mal kommt jetzt hier noch Anzim, Leute. Ich hoffe, es diesmal bin ich mir sicher, dass ich das mal sehe. Mein Gott, wir haben seinen Schwibbel-Schwabbel besiegt, wir haben seinen riesigen Großkopf da besiegt. Heilt er sich nicht? Okay, ich habe für eine Sekunde gedacht, er heilt sich. So, das wär ganz geil. Ich komme nicht an die ran, Mann. Alter. Nee. So. Vielleicht mache ich kurz mal Aero, wäre gar nicht schlecht. Schau ich einfach mal an. Gruß auch an Sims, Leute. Das ist ja schlimm. Warum ist der Typ so riesig, Mann? So, zumindest, Leute, diese Phase sollte, ich hoffe jetzt einfach mal, die letzte sein. Ich hau jetzt einfach mal Elixier auf mich. Warum leuchte ich eigentlich so lila? Will ich das wirklich wissen? Ich glaube nicht. Irgendwas Böses planst du doch, Anzim, oder? Ich sehe es an deinen Augen, obwohl du irgendwie keine Pupillen hast. Egal, wir haben doch schon Pupillen. Pupillen sind überbewertet. Ich hau hier einfach mal ganz relaxed auf dich drauf, okay? Ich kann ja Stopp auf ihn machen. Stopp, Anzim! Alter, Leute, ich sterbe jetzt. Das wäre jetzt die Höhe gewesen, Leute, wenn ich sterbe, weil dieses verdammte Spiel mich nicht heilen lässt. So, Schwibbelschwabbel ist doch down, Leute. Ich dachte, ohne Schwibbelschwabbel kann Anzim gar nicht mehr leben. Der kleine süße Anzim. Nur mal sein Schwibbelschwabbel-Tuber. Leute, wie entspannt das jetzt hier einfach ist, Leute. Er ist immer noch fies und er hat immer noch unglaublich unsagbar geile Moves drauf. Schau dich mal den Move zum Beispiel an, Leute. Ich komme nicht mal mehr zu ihm hin. Kann nicht mal was machen. Das war jetzt ein wenig zu knapp. So. Wir machen das jetzt erstmal mit Items. Die können wir uns jetzt eigentlich hier leisten. Mega-Etter zum Beispiel. Bam. Ach so, es tut mir mein Mana raushauen. Sehe ich das richtig? Hammergeil. Das sind meine liebsten Zaubersprüche, die mir mein Mana abziehen. So, aber Leute, uns kann nicht stoppen, Leute. Uns darf nicht stoppen, Leute. Wir müssen Anzim besiegen, Leute. Wir müssen es machen, Leute. Wenn wir es nicht schaffen, Leute, werden alle Welten von der Finsternis verschluckt werden. Alle Welten, die wir jemals kannten, werden zerstört werden. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen ihn besiegen. Wir müssen es einfach, Leute. Und das werden wir auch. Auf Wiedersehen. Anzim! Und nun viel Spaß mit dem vielleicht einem der schönsten Spieleenden überhaupt, Leute. Viel Spaß mit der letzten Sequenz von Kingdom Hearts 1. It is futile. The Keyblade alone cannot seal the door to darkness.
Kingdom Hearts. Fill me with the power of darkness. Supreme Darkness. You're wrong. I know now, without a doubt, Kingdom Hearts is light. Stop staring at Pink Blossom! Huh? Heartless! Hurry! I can't... Don't give up! Come on, Sora! Together we can do it! Okay. Now, Sora, let's close this door for good. Close it, Crack. But... Don't worry. There will always be a door to the light. Sora, you can trust King Mickey. Now, they're coming. Donald, Goofy, thank you. Take care of her. You said before, I'm always with you too. I'll come back to you.
I promise! I know you will! Does that mean I have to meet your father when we are old?
So, Leute. Und nun melde ich mich auch mal wieder hier, Leute. Das war nun Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. So, hier hat mir eine wunderschöne Cutscene. Hoffentlich wird die nicht gesperrt, Leute, denn da ist Square Enix bei Kingdom Hearts nicht immer bisher knallhart. Ich hoffe einfach mal, ihr konntet diese Szene sehen, weil sie wirklich sehr, sehr schön ist, Leute. Ach ja, Leute, nun haben wir Kingdom Hearts hier abgeschlossen, Leute. Und ich muss jetzt wieder sagen, Leute, am Ende hat es mich ein wenig genervt hier. Probleme, besonders mit dem Gameplay, die viele kritisiert haben. Weiß nicht, früher sind die mir halt nicht aufgefallen. Da war man halt, da hat einen sowas einfach nicht gestört. Jetzt sieht es natürlich ein wenig anders aus und es hat mich schon ein wenig aufgedeckt. Aber Leute, ich muss immer noch wieder sagen, Leute, es ist ein fantastisches Spiel, Leute. Und ich bin schon wieder fast traurig, dass wir es beendet haben, Leute. Und hier am Ende sehen wir nochmal so was aus unseren Freunden geworden ist. So, der liebe nette Cloud kam hier zu unseren Freunden. Pinocchio wieder zu einem echten Menschen. Ach, was will man mehr, Leute. Ach, Leute, es ist so schön einfach. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Ich will das ja einfach nur genießen, Leute, weil es einfach so schön ist. Kingdom Hearts ist ein wunderschönes Spiel, Leute. Punkt. Man muss nicht mehr sagen, Leute. Es hat einfach wirklich was sehr wenige Spiele schaffen, und zwar so wirklich emotional zu sein. Es nimmt eben bekannte Universen aus Final Fantasy, aus Disney, Leute. Und ich sag jetzt mal, ich bin aus Disney schon ein bisschen rausgewachsen. Trotzdem, Leute, es sind halt Geschichten, die einfach nie schlecht werden, vom Prinzip her. Und halt hier wirklich halt immer ein bisschen in reduzierter Form, doch teilweise halt sehr schön wiedergegeben werden, Leute. Und es ist einfach immer schön, wirklich in diese Welten hineinzugehen und dort Abenteuer zu erleben, Leute. Darüber wird eine wirklich wunderschöne und auch sehr traurige Story hier erzählt, Leute. Ich muss sagen, als Kind, ich habe mir wirklich die Augen ausgeheult, Leute, hier beim Ende, Leute, von Kingdom Hearts 1. Muss ich echt zugeben, es ist so schön wirklich gewesen, Leute, mit dieser fantastischen Song von Utada Hikaru, für die wir hier nochmal sehen, Leute, die auch dann den ersten Song zu, den Opening Song zu Kingdom Hearts 2 und auch schon angekündigt zu Kingdom Hearts 3 singen wird, Leute. Und es ist so fantastisch, Leute. Es nimmt einfach wirklich das Beste von Disney, was halt einfach, mal ganz ehrlich, Leute, so viele gute Filme herausgebracht haben und kombiniert es mit Final Fantasy, der besten JRPG-Serie, die es gibt, Leute. Und zaubert daraus wirklich was Wunderschönes. Hayden Panter spricht. Ach Leute, die kenne ich ja sogar. Die ist gar nicht mal so unbekannt, die Schauspielerin hier, Hayden Panter. Und die spricht ja da, die ist mir nie aufgefallen. Aber egal, Leute. Zumindest es ist ein wunderschönes Abenteuer, was bis heute wirklich sehr schön aussieht. Auch auf der PS2, Leute, mit einem fantastischen Soundtrack. Nicht nur die Disney-Tracks, sondern auch die selbst komponierten, Leute. Wir hören es hier. Wie wunderschön ist der Soundtrack einfach, Leute. Unbeschreiblich, Leute. Und leider geht dieses Abenteuer nun zu Ende, Leute. Ich freue mich, dass ich den Endfight jetzt hier geschafft habe, weil der jetzt wirklich nervig war. Aber Leute, gleichzeitig bin ich auch traurig, Leute. Aber keine Zeit für Trauer. Denn bei mir ist heute hier der 29.11. Und das heißt, in 6 Tagen erscheint schon Kingdom Hearts 2.5. Bei euch wird es wahrscheinlich dann einen Tag, bevor das erscheint, hier das Video so kommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Und dann, Leute, wird noch ein viel größeres Abenteuer auf uns warten. Ich sage es bis heute, Leute. Wir werden sehen, ob sich meine Meinung hält, Leute. Aber ich, jetzt ganz ehrlich, Leute, so verändern wird sich meine Meinung nicht. Kingdom Hearts 2 ist das beste Spiel aller Zeiten, Leute. Es hat alles, was an Kingdom Hearts 1 schön war, was an Kingdom Hearts cool war, genommen und das einfach nochmal mal 10 genommen. Mal 10, mal 100. Das Gameplay ist deutlich besser geworden mit deutlich viel mehr Abwechslung. Die Welten sind größer und spaßiger und spannender denn zu je. Man kehrt in alte Welten zurück, aber besucht so neue. Der Soundtrack ist hammergeil, Leute. Ach, ich bin schon echt traurig, Leute, eigentlich, dass es jetzt hier zu Ende geht, Leute. Aber ich bin auch so froh auf Kingdom Hearts 2, Leute. Denn bei Kingdom Hearts 2, da wird uns nochmal ein bisschen hier mehr erwarten, Leute. Kingdom Hearts 1 ist ohne Frage ein fantastisches Spiel und jeder sollte sich dieses schöne HD-Collection, auf der ja dazu noch Kingdom Hearts dieses merkwürdige Kartenspiel. Ich weiß nicht, wie es heißt, Leute. Und dazu noch 385 Days in so einer Zusammenfassung ist, zu der wir jetzt leider erstmal nicht kamen. Hironobu Sakaguchi, der Final Fantasy Erfinder. Und im Endeffekt, Leute,
lohnt es sich, diese zu kaufen, die es für knapp jetzt nur noch 20 Euro gibt, denn es ist ohne Frage eines der besten, schönsten, tollsten Spiele aller Zeiten. Kingdom Hearts Final Mix. We've got to find Riku and King Mickey. But, where do we start looking for that there door to the light? Huh? Huh? Pluto? Hey, Pluto! Where have you been? Huh? Gosh, that's the king's seal! Hey, have you seen King Mickey? Yep. Guys, let's go! Vergiss nicht, Sora, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Und Leute, das war's nun wirklich hier von Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, Leute. Es war ein wunderschön mitzuerlebendes Abenteuer. Final Mix Meister sind wir. Es war ein unglaublich tolles Spielerlebnis, Leute, erneut dieses Abenteuer zu erleben, und es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Doch wir wissen, unsere Reise endet noch lange nicht. Es wartet noch zwei Leute, die wir noch finden müssen. Der König und Riku. Beide in der Finsternis, Leute. Ja, ein wunderschönes Artwork. Ach, Leute. Ich könnte noch eine halbe Stunde erzählen, Leute, was an Kingdom Hearts so geil ist, Leute. Das Art-Design einfach mal, wie schön es ist. Diese ganze, ey, Leute, diese Liebesgeschichte. Ja, sie ist ein bisschen schmalzig zwischen Sora und Kairi. Aber, ey, sie ist echt schön, Leute. Donald und Goofy sind einfach echt auch spaßige Kollegen. Riku ist, auch wenn er klischeehaft ist, ein super Gegenspieler, Leute. Ach, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ich sag's immer wieder, Kingdom Hearts, ich liebe diese Spiele-Serie. Es hat ein paar Probleme, aber, Leute, gegen die ganzen positiven Sachen können diese niemals runterziehen, Leute. Und ja, wie gesagt, Leute, in Kingdom Hearts 2 werden wir dann den König sowie auch Riku finden. Doch, wer weiß, vielleicht erwartet uns da noch einiges mehr, Leute. Ich möchte nicht so viel vorweggreifen, doch ich sag jetzt einfach mal, es wird noch um einiges größer, besser, schöner und emotionaler, Leute. Doch da müsst ihr noch ein wenig warten. Ich verabschiede mich jetzt zumindest. Ich war's, bin es und werde es immer sein. Euer Ramsey Mafix. Ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Vielleicht auch übermorgen mit Kingdom Hearts 2.5. Bis dahin, haut rein. Euer Ramsey Mafix. Ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Projekt. Bye.